Das ist die Mauer, hinter der die Altstadt ist. Auch die römische Altstadt. Auch unser Markt. Unser Markt ist direkt dahinter. Wird sehr schön. Und dort werden wir Storage. Dort werden wir unsere Sachen. Da müssen wir uns aber noch beeilen, wenn wir das alles durchmachen wollen. Ja, kriegen wir ihn. Das mit den Siegessäulen, das haben die alten Römer gehabt. Und Pule sind auch ein paar von den Dingern. Ne? Hier auch. Also diese Siegessäule gibt es vorhin hinten auch einmal. In anderer Form. Keiner okay. Wir sind auf der anderen Seite nicht. Da würde ich hier hin. Wenn du einkaufst, das ist die breiteste Gasse quasi. Die breiteste Straße links, rechts und massenweise einkaufst. Lass uns auch hier lang. Jetzt störe mich nicht. Du störst meine Welle. Du störst meine Welle. Also erzähl doch gleich ein bisschen mit. Wenn wir den Wasser, wir setzen hier ein Boot drüber. Das ist für die Helfer. Ja. Da hinten ist Yachthafen, sind super Yachthafen. Da und da sind wir. Da vorne sind unsere Fähre da. Ja, da sind wir reingekommen. Ich bin schon klar. Mike, du hier? Ja, ich bin auch da. Was machst du denn hier? Ich habe auch den Schlüssel hier. Was fällt mir gerade auf? Was? Ihr klaut keiner Wolle, wenn ihr komm, ich mach diese Tasche. Lass uns hoch, dann siehst du besser von der Tasche. Kroatische Fahrstil erinnert mich ein wenig an asiatische Verhältnisse bzw. an marokkanische Fahrgewohnheiten, nämlich genauso schnell. Scheiße. Vielleicht kriege ich aber Nettes für YouTube, weißt du? So, Unfall auf der. Da wollen wir aber nicht. Wir wollen your passport. Put you in the computer. Thank you.
Marken, wie diese Markierungen, Josef. Da muss man durchfahren, weil nur da ist 2 Meter tief, sonst Problem. So, da wo die Herren sitzen, ist die Pizzeria und Eisgeschäft. Ne? Wobei im Sommer sitzen die hier draußen. Man kennt sich, ne? Klar. Hier haben sie nochmal im Sommer Tischchen und dann haben wir Fußball geguckt, wie Fußball wäre. Ne? Ansonsten wenn du Bescheid hast. Und es sind mehr Leute da, nicht nur hier, finde ich auch gut. More people, I like it. I would believe we are alone here, but no, it's about. Die Marina Velirat. Josef, was machst du? Ich mach gehen meine Arbeit nach. Schlangenaufwickeln nennt sich das. Guter Mann. Und Josef, wie fühlen wir uns heute Morgen? Alles gut? Sehr gut. Kaffee, schönes Wetter, die See ist noch ruhig. Bleibt auch so. Mhm. Na? Also, wer ist der Chef an Bord hier? Ne? Pante oder der Mann? Chef bin ich, der Verstauer ist der Pante. Ich bin hier, der, wir haben einen Job, ich bin gut verstauen. Ne? Also ich bin und ich bin der Doof. Genau. Ich bin Verstau-Manager, weil ich sage mir, wie es genau, ihr managt das jetzt. Du bist ausführendes Organ, Josef. Das ist immer so, ne? Die Manager, die quatschen immer weiter, immer aber es passiert nie was. Du machst vorhin. Wir lassen ja an der Stelle genau sitzen. Genau. Ich gebe dir jetzt welche, Josef. Wir haben auch welche. Also du kannst mir alles sagen, aber diesen Scheiß mache ich nicht. Ja, aber ich habe jetzt keine neuen da. Ist alles weg. Ja, das ist blöd. Das ist blöd. So, es ist Sonntagmorgen, 10.32 Uhr Ortszeit. Und ich hoffe, dass wir in einer halben Stunde dann endlich soweit sind, ablegen zu können. Pante als Rudergänger sieht man hier mit erfolglosem Manöver-Bochmanöver. Jetzt weiß ich nicht, was der Bike macht. Er sagte einfach, ist egal, wir fahren raus. Wenn du das Segeln und unter Mund ist scheißegal. Also werden wir das zu einem gegebenen Zeitpunkt mit voller letzten Segel wiederholen. So ist das. Jo. Da müssen wir die Segel los, aber die werden schlagen, wie man die Segel kann. Die werden schlagen, ja, dann raste die Segel oder mach was dann doch, ja. Windstille. War die Auto weg?
kleine Rechtskurve. Aber die kleine Achse, da soll ich vorher ein bisschen was rechts. Nee, noch nicht. Ja, ist klar. Noch Zeit. Wenn ich unter Segel bin und so ein Arsch auf den Boden dann gehen, ja, das ist sicher auch ein Problem bei dir. Ja, der geht los. Die ganze Crew schläft mal wieder. Alle völlig erschöpft. Jetzt haben wir Rücksehner. Das ist gleich. Die Fernrohr, die sind ja da, wo sie alleine nicht ausreichen, gleich müssen wir springen anbringen. Dann brauchen wir die Kästen zu öffnen. Der dicke Ballon dort, den müssen wir nach vorne. Ich bin. Keine Antwort. Oh, juhu! Alles gut fest, Mike. Leicht wackelig heute. Kein Problem. Ich mach zuerst mittig fest, weil du hast Buchstahlruder, ja? Ja. Ich mach zuerst die Mitte fest. Wer macht das fest? Ich. Du. Ja. Wir müssen uns nur einig werden. Vorne, hinten und dann dieses dicke machen wir, dann springst du raus. Welches nehme ich bitte? Bitte? Welches Seil, welche, ja. Das, was du als Ersatz da... Da, wo die Weiten sind. Ja? Wenn es da geht, ja. Landgang. 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 Ah, Josef freut sich. Ja. Das ist schlecht. Bitte, mein Boot ist wieder sauber. Bitte? Also, das Ruder ist sauber. Der Mike macht das, dass hier runter zu gehen. Das ist eben gesagt, wir haben eine Variation hier vom Kompass von 3,1%. Das ist ja unglaublich viel. Ne? Sie wünschen bitte.
20 Meter hohe Wellen. Autopilot kaputt, aber sonst ganz schön. Genau. Jetzt da irgendwo auftauchen. Die werden jetzt auf der rechten, da, nee, die rechts vom Boot. Die tauchen da hinten auf. Guck mal. Ich hab sie. Die müssen hier irgendwo auftauchen, auf deiner Seite, Josef. Hinter dir? Sind die abgehauen schon? Gibt's doch nicht. Schon wieder weg alle. Toll. Du musst ja mal Luft holen, weißt du? Da war, da, da, vom Bug, vom Bug sind sie. Ah, da sind die gleichen, die sind hier geblieben. Ja, das ist der Pärchen hier. Da, ah, genau. Gibt's doch ja nicht. Hast du Winzer? Haben die Spaß. Ja, ich bin am verspielte Tiere. Immer. Da, guck mal, die ganz machen, nah. Ja, die machen über, ums Boot herum. Da, nach vorne wieder. Jetzt müsst ihr da raus. You're on tape. Bist du auch? Selbstverständlich. Guck mal den. Der Chef. Ja, ich hab's gehört. Man hört jemand auch. Was? Gleich im Bett. Da, ist das ist der Chef, ne? Ja! Hoffentlich funktioniert das Auto. Hast du den Rest? Oh, ich bin nicht bei dir. Ne? Ja, ja. Komm, bitte. Komm, bitte. Das ist die Kamera aufgefasst. Hier vorne ist alle. Auf der linken Seite auch der Mensch. Auf der linken Seite zwei Monden. Ja, die können wir rausbauen. Die sitzt auch im Wasser, wenn du willst. Dann macht man hier direkt von hier vorne, dann sieht man auch auf innen, dass er rauskommt. Ist klar, das Wasser? Ja, die haben keine Angst, die sind direkt unter dem Team. Gut.
Ja. Ja, na spring nicht, Vorleiner habe ich. Wenn du so kommst, dann wirst du dann das. Das ist die von Dänse. Welche hast du da vorne, eine dünne? Ich habe eine dünne als Vorleine. Eine Spring haben wir hier noch nicht, ne, wenn du eine haben willst. Ist doch schon eine Gazelle an Bord. Wieso braucht man denn Spring? Hopp! Hier unten ist die Mittelspring. Mach die doch schon mal irgendwo. Ja, wo? Gut. Ich bin hier wieder mit den niedrigen Arbeiten beschäftigt. Ja, ich ja auch jetzt. Ah, das ist gut so. Das ist für mich natürlich eine Erleichterung, dass du mitarbeitest. Ne? Finde ich auch. Die Knüppel mit den Leiden, das darf nicht sein an Bord. Jawohl. In keinem Bord. Wer? Im Ausguck, ein bisschen mehr an Deck. Der ist normalerweise oben, da aber jetzt so im Alter gekommen ist, schafft es da nicht mehr hoch. Das war der Kommentar vom Hilfsmatrosen, muss man nichts drauf geben. Irgendwo hat sich dann der Panther versteckt. Panther ist unter Deck. Oder vielleicht liegt er schon im Wasser. Wir können es nicht erkennen. Aber wir können jetzt nicht... Panther kommt. Panther! Zeig dich mal! Ein ganz großer. Ah ja, jetzt aber. Wie hieß die Insel noch? Manchos. Paxos. 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 Sag immer noch, Paxos. Ja, da ist doch Kapitänsmütze da unten. Aber Pante, Kapitänsmütze und das glückliche Anlegemanöver, das kommt nicht gut. Das muss dann perfekt sein. Ich wollte ja eigentlich mein Kapitänsmützchen mitbringen. Keine Ahnung. Bitte dann? Das Meer, wo die letzten beiden Tage gewesen ist, jetzt. Das wäre geil, wenn wir kochen können, klar, aber dann zu gehen. Ja, wenn immer noch nicht. Ich dachte, wir wären zum Segeln hier, nicht zum Kochen und andere Dinge. Hier, ich Müllmann zu betiteln. Siehst aus wie ein Müllmann. Junkie, man. Guck mal die Sonne. Oh, fast so hell wie der Jacke. Guck mal. Aber ich denke, ich hätte keine Scheiße. Jetzt ist sie nämlich orange. Das ist orange. Ja, sieht schön aus. Ehrlich? Sieht sehr schön. Kannst unterscheiden, wer Sonne, wer Josef? Komm, Bande, gib mal ein Statement. Mein Statement ist... Fuck you! Ciao! So, hier sind wir in der Marina Lefkas. Und da ist das Schiffchen.
Tag bitte ich. Deine Sättigungsspannleine hier. Ja, die ist wichtiger. Josef, die ist wichtiger, glaub mir. Ja. Wenn bei so richtig Wind und Welle jemand nach vorne müsste. Das ist der Motor. Ich denke, wo kommt das Geräusch her? Schönes Panorama. Sieht richtig gut aus. Also die haben schon so um die 4 Knoten Wind hier. Vorhin hatten wir 6, ne? Von auflandig. Ja, das ist doch nichts, 6 Knoten. Ja, darum geht's nicht. Und da ist unsere Tankstelle. So, haben wir eins für die Mitte vielleicht, weil die haben nicht immer genug. Na Josef, geht's dir gut? Wunderbar. So, wir verlassen gleich Lefkas mit Ziel Messolongi und dann sind wir endlich da. Nichts mehr mit dem Bart zu tun. Wirft ihren Münzen vom Bord. Haben die Bahn eigentlich schon verbrannt oder hast du irgendwie weggepackt? Also ich bin beim Supermarkt, ne? Die haben offensichtlich Schiss, dass die da kontrolliert werden. Hup, huhuh. So. Hm, was tut denn die, ne? Naja. Mal langsam aufhören. Ein Traum von einem Schiff. Ich krieg noch lange. Lazy Linda. Ja, nur die Schiffslage heißt nur Wiesbisch vermutlich. Wir sind genau. Vor 100 Jahren. Mir gefällt die Landschaft hier, muss ich sagen. Josef, beim Frühstück? Wieder mal. Man muss das Zeug ja gut verwerten können. Sagt er, ich mache einen Schirm. Die griechische Inselwelt. Die griechische Inselwelt. Ich muss jetzt dazu sagen, dahinter die Onassis-Insel. Ja. Ja, und das ist da hinten irgendwo. Mal die Kamera. Ja, dann guck ich mal, wie kalt es ist. Jetzt. Hier gibt es eine Unterweisung von mir. Wenn ich die Beine da runterbaumeln lasse, dann wäre ein sehr schönes Foto, wenn du dich dann einfach mal ins Wasser fallen lässt und dann von hinten uns filmt. Ist gut, machen wir das nächste Mal. Gut, die andere Seite machen.
Verkehr wie am Hauptbahnhof hier. Die Straße von Patras. Jo. Kommen viele mit der Rakete. Nein. Hier im Werner eine Spring anbringen, damit wir von der Mauer weg bleiben. Die Engländer sind sehr freundlich. Ach, hier ist der geschaffte Josef. Mal so. Sag mal, never ever packt man so normalerweise. Voll die Action hier. Der Mann mit dem Schlapphut. So, nur der Hut ist so. So mit Spoil. Das ist mein Wasserreservoir. Wenn es regnet, läuft das hier oben zusammen. Josef mit dem Tropenhut. Ganz ruhig, ne? Würzen. Ja. Mit orientalischen Würzen. Okay. Sehr lecker. Wenn ihr Kuh seht, würde ich sowas anderes. Ich selber denke aber nicht dran, weil ich hole ständig Brot und wir werfen es weg, weil ihr das nicht esst. Mhm. Deswegen hole ich es zwar. Mhm. Okay. Nimm weiter auf. Und hier sollte man, guck mal, hier sollte man, wenn man richtig mal Baum macht. Ja, denn Josef, ich habe ja auch einen guten Kuchen. Aber in Vorort. Guck mal, das ist nicht richtig groß, das Teil, oder? Willst du wieder einen Kommentar haben? Keine Schrocknummern, aber wie das ist, ich meine. Der Laden, der hat sogenannte Weich. Da in dem Laden Fisch? Nein, nicht in dem Laden, da war die Esse. Bleib bei Fisch. Staunen. Links ist wieder die Brunnen. Genau.
vom Bootzimmer. Muss ich jetzt sagen, wie vielen Fender kommen. Kommt jetzt von dort, das ist wieder von dort. Von dort. Dort ist West, ne? Das ist wieder. Ja. Nur so richtig knüllen. Aber das haben wir ja erwartet, ne? Ja. Nach ein paar Minuten, nach ein paar Stunden maximal. Hallo, bitte. Hallo. Gerannt. Ich glaube, das war der in die Hosen gemacht. Also jetzt kannst du aber froh sein, dass der keine Calls hat. Der ist von die Hosen gerannt, aber so, sag mal, zickzack, ne? Opa! Das war klar, nach einiger Zeit können die nicht mehr, Josef. Das sind zu blau. Außer dem Sänger, den Arsch. Was? Außer dem Sänger, den Arsch. Der macht durch. Der macht durch bis heute Nacht. Ich glaube, der hat keine Zeit zum Trinken, weil er ständig singt.